Seid ihr für ein Burka-Verbot oder dagegen? Stopp, ich will es gar nicht wissen, es ist mir auch scheißegal. Was mir allerdings nicht egal ist, das ist, wie ihr euch von den Medien verdummen lässt. Burka hier, Burka da, hier haben wir keine anderen Probleme. Was soll das? Es gibt auf der Welt so viele Sklaven wie noch nie zuvor. Unser Essen wird vergiftet mit künstlichen Zusatzstoffen, Pestiziden und Mikroplastik. Deutsches Militär steht wieder vor der russischen Grenze und die europäischen Staaten verlieren jedes Jahr über 1 Billion Euro an Steuervermeidung. Unsere Umwelt geht den Bach runter, Tiere werden milliardenfach gequält und das CETA-Abkommen samt Schiedsgerichte steht vor der Tür. Haben wir keine anderen Probleme als ein Kleidungsstück? Ernsthaft? Ist irgendjemand so naiv zu glauben, dass es nur einen Terroranschlag weniger gibt, weil man Frauenkleider verbietet? Glaubt irgendjemand, dass die Salafisten zum Heulen anfangen, nur weil man ein Stück Stoff verbietet? Ja, wie naiv sind wir denn eigentlich? Hat man uns eigentlich komplett ins Hirn geschissen? Oder warum bemerken wir nicht, dass uns diese dämliche Burka-Diskussion nur von wichtigen Themen ablenken soll? Mensch Leute, wacht endlich auf!